So, da sind wir in, ja, wo sind denn hier eigentlich? In 1000 Cuts. Und wir sollen uns mit Rocco treffen. Denn Rocco ist der Stellvertreter vom Slap King. Und der ist wohl, ach, der Feuer einfach. Okay, für einen Stellvertreter sieht er aber ziemlich dünn aus. Ja, gut, auf geht's. Herzlich willkommen zurück in den Borderlands 2. Genug gebraucht. Wie, das war's jetzt? Ah, okay, wir kriegen von Ihnen einen neuen Auftrag, alles klar. Ja, Hab ich Arbeit Abschluss. für dich. Na dann, verteidige den Turm. Los, Hey, auf dein geht's. dämlicher Kammerjägerkumpel ist da, Brick. Schnauze, Rocco. Okay, Slap. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Okay, die sind irgendwo da oben. Ich glaube, ich habe noch gar nicht, genau, ich muss mal eben einmal den ganzen Kram aus dem Inventar verkaufen. Irgendwie habe ich da nicht mehr gedacht vor der Aufnahme. Also, Demetas Canaris. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Wie ihr ja wisst, wir haben in der letzten Aufnahme. Jetzt dann auch alles weg. Ja, in der letzten Aufnahme, in der letzten Folge, in der goldenen Folge, enorm viel besseres Equipment gekriegt. Deshalb vermute ich, dass das hier alles leichter ist, als man sich das so vorstellen kann eigentlich. Also wird sehr, sehr einfach werden. Und ich bin sehr Ich gespannt auf habe meine neuen einige Waffen. Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Okay. Das klingt bis jetzt relativ einfach. Hier? Ich hätte hier irgendwo drauf getan. Irgendwo drauf oder so. Aber wie aus. Marauder Transmitter. Achso, was war denn das da oben bei mir? Scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. So, hier. Marauder Transmitter. Und jetzt der Goliath Transmitter. Das ist, glaube ich, ein ziemlich heftiger Punkt hier. Oh, eine neue Medium Station freigeschaltet. Aktiviert. Gut aus. Jetzt geh rauf zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Das klingt gut. Ich glaube, das ist da oben ist noch ein. Was ist das Geschütz hier gemeint? Das wäre ja. Kommen Sie, Slab. Halt die Bots von der Frachtkiste fern. Geil. Ich hätte mir schon die ganze Zeit gewünscht, dass ich überhaupt ziemlich mal rumballern kann. Ja, scheiße. Das einzige Problem im Moment ist noch das Zielen. Aber man kriegt die ja relativ easy kaputt und es kostet nicht mal Munition. Das ist sehr, sehr angenehm. Und solange sie sich nicht bewegen, erwische ich sie einfach. Das ist ja die Hauptsache, dass die alle kaputt gehen. Also Jungs, einfach aufhören zu bewegen. Ausgerechnet nur noch einer mit einer Raketenwerfer dazwischen gerade. Oh, das ist ja einer von meinen. Da muss ich echt aufpassen. Der Goliath ist ja nicht unbedingt ein Gegner. Auch wenn Goliath an sich immer ein Gegner ist. Aber diese sind ja. Solange sie mich nicht angreifen, lasse ich sie auch in Ruhe. Weil das sind ja, die sollen uns ja unterstützen, die hauen ja auf den Roboter. Ja, sterb an. Ich habe aber effektiv aufgeräumt, muss ich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier wesentlich Probleme kriegen werde. Zumindest in nächster Zeit. Leider auch. Ich wüsste ja gern, wie viel Schaden das macht hier. Das irgendwie irgendwas um bei 200. Toll. Oh,
Schrotten ist ja nice, ne? Die Picken macht einfach alles kaputt. Dabei ist die gegen Rüstung ja eigentlich ein bisschen im Nachteil. Nee, ich glaube, ich habe im ganzen Spiel noch nicht einmal so gut, dass ich die gleich starken Gegner einfach einigermaßen one-shotten konnte. Also zumindest diese, die irgendwie auch noch gepanzert und so. Oh Mann. Während ich hier jetzt gemütlich mit euch geredet habe, landen die alle da drüben. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Selbst ein Badass fast gewonnen, schaffe ich. Boah, so gefällt mir das. Reicht ne, der ist drin mit dem, reicht nicht. Ach, und wenn wir schon mal dabei sind. Da hätte ich ja nochmal auf die Minimap gucken können. Die Loader spawnen ja einfach überall. Die werden ja runtergeschossen und landen dann hier. Dementsprechend können die überall sein, nicht nur da, wo ich noch nicht war. Das muss man sich ja immer bedenken. Ja. Mal sehen, was sie uns partout nicht überlassen wollten. Nur ein paar Items. Kann ja nicht schaden. Bringt alles Geld. Ach, da. Okay, da müssen wir irgendwie reingucken. Oder rauf. Oder. Ach, benutzen. Benutzt sie einfach. Verteidige die Frachtkiste. Du hast die Hyperion-Frachtkiste erfolgreich verteidigt und die hübschen Sachen darin geklaut. Warum noch nicht? Das ist eigentlich genau die Art von Heldentat, die dir den höchsten Respekt deiner Slap-Kameraden eintragen würde. Wären sie nicht alle sonst komplett wahnsinnig oder. Und oder wo immer. Dämlich. Ja. 4 Iridium. Ernsthaft. Was soll dir das denn jetzt? Okay. Dann machen wir uns mal an die 3 Quests und gehen nach Opportunity. Oder warte mal, ist da der Primärquest? Ja, das ist der Primärquest. Das ist natürlich nicht richtig. Dann gehen wir nach Lynchburg und machen die beiden Quests. Ja, genau. So, auf nach Lynchburg. Ich will ja nicht versehentlich den Primärquest weitermachen, wenn ich noch Nebenquests habe. Weil, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, ich mache einfach alle Quests. Ich mache alles und ich gehe überall hin und wenn möglich versuche ich auch die ganzen Easter Eggs zu zeigen, wenn ich welche finde. So, Opportunity ist da oben. Ach Quatsch, Lynchburg. Der Schießpulver Skill Tree des Kommandos interessiert mich nicht, weil ich spiele ja Necromancer. Oh, und hier kann ich auch noch mal ein Quest annehmen. Achso, der 3.10 Uhr nach Karun. Züge sind da, um zerstört zu werden. Auf geht's, machen wir. Jeden Tag schickt der Sheriff von Lynchwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt hat, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jagen, mit dem sie das Zeug transportiert. Begib dich zum Abbruchlager. Tierrettungsmission. Medizin. Ich mach erst den Quest und dann noch mit der Hand. Der Quest mit dem Zug ist nämlich zeitlich begrenzt, wie man oben links, oben rechts, nur oben rechts sehen kann. Alter, lass mich zufrieden, wo ist so? Feiges Huhn, Alter. Ja. Oh, es kribbelt in der Nase. Oh. Es heißt ein neuer Bund in der Stadt. Das war doll. Ich wollte mich schon immer mal mit einem Kammerjäger duellieren. Ah. Huh, der ist einfach gestorben nach dem. Naja, okay. Die Kugel hat eine Weile gebraucht, um zurückzufliegen. So, hier oben soll es jetzt zum Gefecht kommen, um den Zug. Dann wollen wir doch mal. Hier probiere ich mal die Sniper aus. Gefällt mir.
Ist ja recht entspannt, ne? Und das Medizin ist halt irgendwie mehr als nicht vorhanden. Wechseln wir ja auf die Spritzwunde. Oh, wir könnten auch eigentlich. Ne, ich glaube, wir haben keine neue SMG. Dann spielen wir nur noch mit dem. Ja, genau. Mit der Kanone. Aber die macht auch ordentlich Schaden. Man muss dazu sagen, dass. Du kannst aus dem Lager einen Bombenwagen besorgen. Schließe die Tür am Ende des Gleises, bevor die Bombe sie erreicht. Oh, jetzt geht's hier auf Zeit. Tschüss. Ah. Das war ja aber nichts. Da drin muss ich nicht mehr hin. Und hier irgendwie. Okay, die Tür schließen, okay. Und dann ist einmal drauf vorhin. Die Tür schließen. Okay, wo ist die Schlange hier die Bombe denn? Hier. Ah. Verflucht, du bist echt stark. Schaff das Ding zu dem stillgelegten Eisenbahngleis und bring es auf Kollisionskurs mit dem Iridiumzug des Sheriffs. Wo ist es denn? Ach, die ist schon. Okay. Das war irgendwie verwirrend, dass das Ding gerade nicht geflogen ist. Ja, bleib da oben. Nervt mich nicht. Ich muss jetzt da oben, da drüben, da vorne. Genau, so, da vorne. Öpf. Nein, nein, schnell. Das absetzen. Du musst dahin, bevor der Zug losfährt. Ich erzähl dir jetzt was über Brick. Wacke. Wir schnappten ihn beim Fall von New Haven. Er hat seine Freunde nie verraten. Aber sein Hündchen, so ein kleines braunes Fellknäuel. Als ich meine Hände um seinen Hals gelegt hatte, drehte Brick durch. Man hörte das Genick kaum brechen. So laut hat Brick geschluchzt. Ich meine wirklich geschluchzt wie ein Baby. War ziemlich peinlich. Geil! Noch mehr Anarchie! Also ich finde es nicht peinlich, wenn man ein geliebtes Wesen verliert, dass man dann traurig ist, ganz ehrlich. Hunde sind auch Lebewesen. Kann man genauso lieb haben wie auch ein Mensch. Es passt zwar nicht so hundertprozentig zum Spiel, dass jemand da sich so Sorgen oder Gedanken drum macht, aber das macht die Charaktere ja bloß ein bisschen menschlicher. So gesehen finde ich eher die Person, den Sheriff, ein bisschen daneben. Zumal. Ich habe jetzt den Zug, den Sprengkopf für den was. Habe ich das Ding jetzt auch gesammelt? Das gesehen, mit dem Vorder los. Was hat's mein? Du hast die Explosion vermasselt! Verdammt, die Chance ist im Eimer! Wie? Mann, muss ich jetzt normal machen oder was? Oh Mann. Ich habe irgendwie nicht mitgekriegt, dass ich hier hätte machen müssen. Hier ist doch kein Zünder. Ach, das! Na ja, toll. Wo sehe ich den Zug? Woher weiß ich denn, wann ich das machen muss? Na gut, machen wir das Ganze einfach nochmal. Jetzt weiß ich immerhin, dass da ein Zünder ist und den drücke ich dann einfach direkt sofort.